Ich habe ein Anrecht auf meine Ordnung, denn ich bin der Auserwählte. Ich bin ein Gott! Willkommen, meine lieben Zuschauer, zu... Ja, Lord Vorthry, der sich jetzt Innocent getauft hat. Und hier jetzt der Meinung ist, irgendwie rummucken zu müssen. Wayne. Okay, wie ihr seht, es ist eine Prüfung für 8 Leute. Und wir müssen als allererstes gegen Vorthry selber kämpfen. Das macht gar nicht so viel. Der Kampf ist sehr AOE-lastig und eigentlich einer der einfachsten. Nicht prima E, sondern Prüfung, die man hier meistern kann. Ihr seht, der schmilzt auch gerade. So, die müssen wiederum schnell sterben. Weswegen wir jetzt hier ein bisschen auch auf Aggro gehen. Weil wenn die nicht rechtzeitig sterben, dann ist der nächste Angriff irgendwie so BÄM und alle sind tot oder so. Ja, der Dragoon macht seiner Klasse wieder alle Ehre. Und tankt den Boden. Oh, weggucken. Tja, da hat jemand nicht weggeguckt. Oh. Okay. Eier war am Retzen. Ihr enttäuscht meine Diener. Doch ich will euch meine Gnade schenken. So, lieber hier mal ein bisschen Aggro aufteilen, anstatt dass einer alles nimmt. Ich befreie euch von der Last. Ihr werdet es bereuen. Was läuft denn da noch? Achso, Helios läuft hier noch. So, nichts Besonderes hier. Bislang. Und gleiches Spiel erstmal weggucken. Störenfriede, warum widersetzt ihr euch dem Frieden? Ich frage mich gerade, was jetzt eigentlich passiert. Ich glaube, jetzt passiert nichts weiter, außer dass er die ganze Zeit so AOE spammt. Und, jo, wir müssen hier einfach nur draufprügeln. Ich merke aber auch gerade, ich weiß nicht, was der andere Paladin falsch macht, aber ich habe ihm sogar schon geteiltes Leid gegeben. Trotzdem, rücke ich mit meiner Enmity immer näher. Das Licht in meinem Inneren. Welche Erhabenheit. Welch Hochgefühl. Dies ist der Moment meiner Gottbildung. Lass das Leiden beginnen. Innozenz ist bereit. So, und jetzt beginnt der eigentliche Kampf. Boah, warum? Hat er mir gerade... Der hat mir doch nicht geteiltes Leid gegeben, oder? Nee, ich hab den einfach out DPS, das ist so auch okay. Beziehungsweise, naja, wie auch immer. Wir müssen mal ein bisschen schauen, ouch, dass wir hier vielleicht nicht unbedingt an Tankbustern krepieren. So. Laserstrahlen müssen wir ausweichen. Es kommen auf jeden Fall nochmal neue Adds dazu. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht so hundertprozentig sicher, ob wir die nicht sogar... ob die zusammenstehen dürfen, ich glaube nicht. Ich
halte mir sicherheitshalber nochmal, ne? Nochmal einen, einen Charge bereit. Ah, das ist cool. Das macht Laune. Die bewegen sich nämlich die ganze Zeit im Uhrzeigersinn. Das kann man an der Wölbung erkennen, welche Richtung die sich bewegen. Aber es gibt hier an diesem Kreis so einen kleinen Safe-Spot. Den kann man natürlich nutzen. Und sich das Leben nicht ganz so schwer machen. Bei dieser AOE muss man ein bisschen aufpassen. Die kommt nämlich zweimal, das vergessen die meisten. Was zum? Oh, ich glaube, ich habe einen Tankbuster verpennt. Okay, ich habe nämlich keinen Plan mehr, wer der Tankbuster hieß. Sonst hätte ich natürlich auch an der Stelle nochmal was gezogen. Dumm gelaufen von mir. Egal. So, da sind die Ads. Immer erstmal den killen, der den Link hat. Weil der wird nämlich Innocence dann verstärken. Ja, super. GZ. Das kommt davon, wenn man den Falschen angreift. Okay, es wurde schon nach Franzosen geprüft. Das sind aber alles Engländer. Ja, es macht nichts. Was macht das hier eigentlich? Hiebresistenz ist verringert. Ich teile Fleisch von Fleisch von Fleisch. So, einmal mal hier kurz meinen Pups liegen lassen. Damit wir erstmal schön geschildert und so weiter sind. Weil es könnte sonst ein bisschen wehtun. Ausgezeichnet. So, nächste Runde. Das war die Ad-Phase. Mehr Ads kommen nicht. Das ist zumindest schon mal ganz gut. Ah. Auch hier muss man aufpassen, es kommt öfter. So, aber grundsätzlich kann man in diesem Kampf eigentlich immer im Melee-Range bleiben. Auch im Extreme-Mode. Eigentlich, der ist ziemlich simpel. Auch im Extreme. Oft genug gefarmt. Aber doch schon ziemlich lange her. Mittlerweile braucht man den ja gar nicht mehr. Das ist die göttliche Strafe. So. Ganz einfaches Ding. Ich glaube, mein Co-Tank ist gerade kurz vorm Sterben. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Schön weit an den Rand. Sonst stirbt man. Meine Teammates haben es gerade schon mal ein bisschen vorgemacht. Aber das war dann jetzt eigentlich auch schon fast alles vom Fight. Ich gebe mal hier eine Intervention. Da kommt nämlich ein Tankbuster angenudelt. Oder auch nicht. Das ist ja der Tankbuster. So. Gleiches Spiel. Die AOE kommt zweimal. Also schön in der Position stehen bleiben. Ihr dürft euch wegbewegen. Mal gucken, wer jetzt stirbt. Das ist der Tankbuster. Den darf er gerne alleine schlucken. Ja. Oder einfach die Heiler mit töten. Oder einen Heiler, besser gesagt. Ganz toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Der andere Heiler hat tatsächlich einen Heiler-LB gezogen. Warum auch immer. Na gut, okay. Alles gut. Wir müssen hier nur einmal rein. Wir merken uns für diesen Kampf, der Tankbuster ist ein fetter Laser. Und War 3 ist auch eine fette Sau. Oh, krass. Auf den letzten Zentimeter ziehe ich ihm noch die Aggro ab. LOL.
Und das, obwohl ich gestorben bin, wohlgemerkt. Ich verstehe nicht. Es war mir doch versprochen. Ausgezeichnet. Selbst meine Freunde sind wieder parat. Und leben alle. Es scheint gut gewesen zu sein. Der Lichtbringer, der letzte Lichtbringer, ist besiegt. Und als Abschied zu dieser Folge gibt es wieder eine kleine Cutscene. Nur für euch. Viel Spaß damit. Oder auch nicht. Ich muss ja erstmal mit Rine reden. So. Jetzt aber. Cutscene. Ist das Vosri? Dann ist es also vorbei. Jetzt wird es wieder in ganz Northrend Nacht werden und beide Welten sind gerettet. Große Ereignisse bahnen sich an. Bitte stell sicher, dass du genügend Zeit hast, dir die folgenden Szenen anzusehen. Ja, viel Spaß damit. Wenn du das Areal verlässt, sprich mit dem Soldaten, der den Zugang zum Gulk bewacht, um es erneut zu betreten. Seht, der Himmel!
Undankbare Idioten! Ohne mich wäre die ganze Stadt überrannt worden. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als sich über die Opfer zu beklagen. Die spinnen doch. Man hat sie aufgewiegelt. Da will mir jemand die Herrschaft streitig machen. Die haben sich aber geschnitten. Ich werde niemals meinen Posten räumen. Niemals! Die Undankbarkeit ist wirklich nicht zu ertragen. Nach allem, was ihr für diese Stadt getan habt, hättet ihr mehr Respekt verdient. Wer bist du? Woher kommst du? Hier hat niemand Zutritt. Bitte entschuldigt mein unerlaubtes Eindringen. Ich bin bloß hier, um euch zu helfen. Ich habe ein Angebot zu machen. Wenn ihr es so wünscht, werde ich einen Lichtbringer fangen und zu euch bringen. Er wird das Kind im Leib eurer Frau zu einem mächtigen König machen. Und als Vater dieses übermächtigen Herrschers wird euch niemand mehr in Frage stellen. Wundervoll! Die Sündenvertilger gehorchen meinem kleinen Warthree wie Schoßhunde. Mit ihm wird unsere Familie die Macht und Ehre erlangen, die uns zusteht. Bald schon werden wir über die ganze Welt herrschen. Ganz recht. Dann werden die Kämpfe enden. Jegliches Aufbegehren nach Wandel wird vergessen und die Welt in einen willkommenen Stillstand verfallen. Dein Volk wird fett und zufrieden sein und niemand wird aufbegehren. Niemand wird die Ordnung stören. Was ist mit dir? Sag doch was. Es war zu viel. Wenn wir nicht schnell was unternehmen, verwandelt sie sich. Uriange, tu etwas. Der Himmel wird wieder hell. Der Moment ist gekommen. Die Kraft aller Lichtbringer befindet sich an einem Punkt. Jetzt werde ich sie aufnehmen. Um der Himmel willen! Was machst du da? Ich werde die Kraft von hier in den Kristallturm leiten und in eine andere Welt reisen. Seit ich von der Existenz anderer Welten erfuhr, habe ich von diesem Moment geträumt. Wer würde schon freiwillig in dieser sterbenden Welt bleiben? Ich jedenfalls nicht. Deshalb habe ich euch benutzt. Lügner! Ich glaube dir kein Wort! Betrüger! Wir lassen nicht zu, dass du so mit ihr umspringst. Nein! Lasst ihn! Bitte! Ich beschwöre euch, lasst ihn gewähren! Uriange, du hast das alles gewusst. Aber was er sagt, ist unmöglich.
Ein Teleport dieser Art ist schier undenkbar. Der Kristallexarch wird niemals eine andere Welt erreichen. Und er weiß es. Was hat er dann vor? Er will das ganze Licht in sich aufnehmen und in den Riss zwischen den Welten bringen, wo er sterben wird. Er hatte von Anfang an vor, sich selbst zu opfern, um unsere Heldin und Norvran zu retten. So wird die glorreiche Heldin ihrer Beute beraubt. Von einem einfachen Dieb. Ein etwas abgedroschenes Ende, das gebe ich zu. Aber die Geschichte hat noch einen Epilog. Welche Rolle ich darin spiele, daran wird sich schon bald niemand mehr erinnern. Sorg dich nicht um einen namenlosen Kristallexarchen. Mir reicht das Wissen, dass mein Wunsch in Erfüllung ging. Nebenbei, diese Wahl ist bewusst. Sein Name ist nämlich Grahatir und wir kennen ihn nämlich aus der Kristallturm-Reihe. Deswegen rufen wir jetzt seinen Namen. Dass du an mich geglaubt und für diese Welt gekämpft hast. Leb wohl, meine Heldin, mein großes Vorbild. Der Kristallturm kann nur von jemandem mit dem roten Auge des alagischen Kaisergeschlechts gesteuert werden. Doch davon existiert auf der ersten Splitterwelt niemand. Deshalb war klar, dass der Kristallexarch zusammen mit dem Turm hierher gelangt sein musste, über Raum und Zeit hinweg. Doch was er vorhatte, war mir ein Rätsel. Wie hätte man auch darauf kommen können, dass er all das auf sich nimmt, bloß um eine Heldin zu retten? Das ist so verrückt, dass ich es schon wieder bewundernswert finde. Doch es ist nicht dein Plan, der aufgeht, sondern unserer. Du Wahnsinniger! Vorsicht, haltet besser still. Der Exarch lebt noch. Aber wie lange noch, hängt von euch ab. Von dir bin ich wirklich sehr enttäuscht. Ich dachte, du wärst stark genug für all das Licht. Doch sieh dich an. Bald wirst du dich in ein Monstrum verwandelt haben. Und was soll ich dann noch mit dir anfangen? Letztendlich bist du eben doch nur ein unvollkommener Wurm wie all die anderen. Ich bin ein Aschien. Mein Ziel ist die Vereinigung aller Welten. Vor 100 Jahren gab ich meinem Bruder Logriff den Auftrag, den Einfluss des Lichts im ersten Splitter zu stärken. Zu diesem Zweck betrog er die Helden dieser Welt. Als das nicht zum erwünschten Erfolg führte, erschuf ich War III.
Doch aufgrund eurer überaus lästigen Einmischung hat auch er sein Ziel verfehlt. Was wolltest du wirklich von uns? Ist das immer noch nicht klar? Alles, was ich gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Es war eine Probe. Ich wollte sehen, über welches Potenzial eure unvollkommene Art verfügt. Ich habe mich aufrichtig für euch interessiert. Ich zog ernsthaft in Erwägung, mich mit euch zu verbünden. Die Voraussetzung dafür war allerdings, dass sie das Licht in sich aufnehmen und bändigen könnte. Doch offensichtlich ist sie dazu nicht in der Lage. So hat sie, und damit auch eure Art, keinen Wert für mich. Dass wir nicht deinen Idealen entsprechen, nehme ich als Kompliment. Aber was, wenn wir deine Probe bestanden und nicht mit dir zusammengearbeitet hätten? Was wäre dann gewesen? Dann hätte ich euch alle getötet und das Licht freigesetzt. Dann wäre die Welt zumindest wieder in dem Zustand, in dem sie vor eurer Jagd auf die Lichtbringer war. Es wäre wirklich sehr ärgerlich gewesen, wenn das ganze mühsam angesammelte Licht einfach so verschwunden wäre. Deshalb hat er mir durchaus etwas Kopfzerbrechen bereitet. Du verfügst noch über deine Sinne und deine Gestalt. Aber im Inneren bist du schon weitgehend ein Sündenvertilger. Ob du es willst oder nicht, du wirst den Rest dieser Welt mit Licht überfluten. Allein mit deiner Anwesenheit. Jeder, der sich mit dir abgibt, wird selbst zum Sündenvertilger. Und bald schon stürzt ihr euch auf wehrlose Seelen, um ihren unwiderstehlichen Äther zu kosten. Bestimmt werden sich wieder ein paar Lebensmüde in deinen Weg stellen. Doch angesichts deiner Kraft werden sie alle niedergehen. Hilfe, wir sind verloren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ich kann sie schon alles. Es ist perfekt. Den Stillstand, den Warthree durch Glückseligkeit erreichen wollte, wirst du durch Verzweiflung herbeiführen. Damit ist alles gesagt. Ich werde mich nun verabschieden. Viel Erfolg noch bei der Vernichtung dieser Welt. Nein! Kristallexarch! Ich nehme ihn als Entschädigung für die Hilfe, die ich euch nutzloserweise gewährte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von einem Unvollkommenen jemals etwas lernen könnte, aber sein Wissen könnte sich noch als hilfreich erweisen. Ich habe wirklich Mitleid mit dir. Deine Freunde werden schon bald deine Feinde sein. Entweder du tötest sie, oder sie töten dich. Nutze deinen allerletzten Funken Verstand und komm zu mir, wenn es soweit ist. Ich werde deinem Elend gerne ein Ende bereiten. Du findest mich tief unter den stürmischen Wogen der schwärzesten See. Ich wünsche dir guten Appetit, Vertilger. Ah, du bist wach? Leider nicht, aber es ist kein Wunder, dass es dir so vorkommt.
Nachdem du das Bewusstsein verloren hattest, verschwand er mit sich. Rine tat alles, was sie konnte, um das Licht in deinem Inneren zu bändigen. Es gelang ihr, den Verwandlungsprozess fürs Erste zu unterbinden, aber... Sie selbst. Kulusia, Raktika, Amareng, Ilmek, ganz Norvrand ist wieder vom Licht bedeckt. Es ist das Licht, das du in dir hast. Du strahlst es aus. Bisher wissen nur deine Freunde, dass es von dir ausgeht. Sie trugen dich den Berg hinunter und erzählten den Wartenden, dass sie nicht wüssten, warum das Licht zurückgekehrt ist. Sie reisen jetzt durch Norvrand, um die Bevölkerung zu beruhigen und vielleicht einen Weg zu finden, dich zu retten. Geh raus, wenn du dich kräftig genug fühlst. Es ist besser, als hier dem Gram nachzuhängen. Geh. Es wird dir gut tun. Ja, eine ziemlich lange Cutscene für einen Kampf, der nur 10 Minuten ging. Aber damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's play Final Fantasy 14 mit der Duft Mieze und in einer ziemlich durchlöcherten Welt. Tja, ziemlich mistig gerade hier gelaufen. Nee. Bis zum nächsten Mal und so. Lasst es ein klein wenig sickern und in euch ruhen und so weiter. Bis denn!